Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Storage Hunter Simulator. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Gut, wir hatten hier relativ viel, was wir zu tun haben. Und lass mich den hier schnell mal umpacken hier. Gut, dann einmal hier alles ausladen. Erstmal die Bilder. So, zack. Packen wir einmal rein, zweimal rein. Ich habe natürlich keine Ahnung, inwieweit jetzt da. Müssen wir gucken. Edelstein. Nehmen wir die drei Sachen hier. So, der Edelstein muss ich wieder suchen hier. Ne, da liegt er. Ich habe ihn gefunden. Ja, halt, wie gesagt, wir haben einiges zu tun. Na komm her. Also manchmal ist das hier ein bisschen. Drei Stück hier. Einmal Gatzi Gatzi hier. Katze, Katze, ging in den Laden, wollt für einen Groschen Katze haben. Gut, so, den Orden haben wir, na komm, lauf. So, den Adlerkopf haben wir. Und jetzt haben wir natürlich noch unsere Scharpinne. So, bitteschön, Scharpinne. Einmal hier rein. Besser? Besser. Ja, wie gesagt, wir haben einiges getan. Ich würde so jetzt wagen, dass wir sagen, wir haben 9 Uhr. Da wir jetzt eingeladen haben, wir fahren auf jeden Fall kurz bei unserem Schmied vorbei, geben die Kisten ab, die holen wir schnell raus, den Schlosser meine ich, ne? Und dann gucken wir mal, was die Kanone so bringt, wobei da muss ich jetzt notfalls, ja, lassen wir das mal kurz, nein, ich bin da nämlich nicht sicher, komm, die Kiste kannst du mir rausgeben, die hier, genau, die Kiste, die kannst du, genau, Ausrüstung, Ausrüstung, gucken wir mal. Weil die würde ich nämlich jetzt gerade mitnehmen. Ausrüstung, Ausrüstung, das machen wir. Ausrüstung, Ausrüstung, Sport, Sport, Militär. Bitteschön. Also die kriegen wir auf jeden Fall einmal hier gewuppt hier. So, den haben wir. Nein, 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 nein. Dann machen wir das halt doch so, komm. Dann sind wir ein bisschen kreuz und quer hier. Ich habe Angst, wenn ich das jetzt irgendwie, wisst ihr, was ich mache? Dass ich das jetzt irgendwie da reinpacke und dann macht es Schabam und alles ist kreuz und quer. Hätte ich vielleicht früher drüber nachdenken müssen. Hätte, hätte Fahrradkette, habe ich nicht, fertig. Es ist, es ist. So, das heißt, einmal hier eingeladen, hier, ja, guck mal. Ah, sieht doch gut aus hier, guck mal. Ui, es hebt, es halt, es hebt, es hebt. So, was haben wir denn? Ein Gegenstand, hier ist nichts mehr, ne? Ein Gegenstand. Fahren wir kurz zurück. So, ist immer noch ein Gegenstand. Und dann ist die Frage, wo? Ja, wo? Ein Gegenstand. Zwei Gegenstände. Lass mich raten, sind die hier? Okay, selber reingelegt. Gut, der lassen wir auf hier verkaufen hier. Also rein theoretisch sollte er hier nichts mehr anzeigen. Nee, okay, dann passt das. Hier passt das. Ui, dann erstmal zum Schmied. Es wird wieder eine Rundreise, meine Freunde. Eine Rundreise per excellence. Oh, ich brauche Sprit, sehe ich gerade. Der Herr hat wieder einen leeren Tank. Ja, andere haben einen Tiger drin, ich habe einen leeren. So, den da bitteschön. Hi, hi, bitte mal die hier. Jawohl, danke. So, wo ist die andere Kiste? Die ist doch hier runtergefallen. Jawohl, dann komm her. So, dann einmal weiter. Weiter im Text. So, jetzt hoffe ich, dass da jetzt nichts schief geht. Ich hätte gern den hier. Jawohl, den hier. Jawohl, den hier. Jawohl, den hier. Jawohl. Und den hier, jawohl. Die hier will ich jetzt nicht rausholen, denn ich habe aktuell noch keinen. So, da müssten jetzt 9 sein. Ne? Die Spinne hat es wieder zerbröselt. Sagt, dass da 9 sind. Jawohl, das sind 9. Ich fahre ein Stück vor. Einfach zur Kontrolle. So, 9. Da dürfte keiner mehr sein, ja. Genau, perfekt. Gut, dann machen wir das genauso, wie wir gesagt haben. Wir fahren jetzt zum Tanken.
Weil ohne Sprit komme ich nicht weit. Soll ich vielleicht rumdrehen, ne? Nun einmal tanken. Ja, es gibt wieder 30, 35 Dollar. Oh, 34. Habe ich gut geschätzt. 36. Na, sehr gut geschätzt. Genau da mitten. Gut, ich hole euch dazu, sobald wir dann beim Kunst und Krempel sind und lassen das hier mal analysieren. Bis gleich. Oh Mann, ich bin schon wieder einmal falsch gefahren. Warum auch immer. Wenn du einmal die falsche Straße kriegst, und schon hast du verloren. Gut, diesmal nicht auf den Gehweg fahren. Gut. Servus, die Dame. Was hast du denn für mich? Gar nichts. Echt jetzt? Ah, ja, stimmt. Hm. 6 kannst du, 8 kannst du machen. Super. Ich will den da haben. Für 150. Den da. Den hier auf jeden Fall. Die Katzen. Den da. Den da. Die Spinne, da ist die nämlich auch raus. Und dann haben wir noch einen Silberreifen drin, den ich nicht machen kann. Okay, aber das ist alles hier 11 Stunden, 2 Stunden, 3 Stunden, alles 3 Stunden. Also mindestens 3 Stunden. So, dann haben wir natürlich noch unser im Sportladen, was wir abgegeben haben, ne? Der Schlosser hat auf, das ist sehr schön. Da müssen wir gucken, wie wir es machen. Das eine kriege ich jetzt halt nicht in der Form verkauft, aber hey ho, es ist, was es ist. So, aufpassen. Nicht, dass du dich hier wieder festfährst. Das kannst du nämlich nicht gebrauchen. So, die Dame, servus. Einmal den bereit. Ja, nehmen wir mit. Ja, okay, was haben wir denn hier? Also, der ist normal. Der Snowman, Frosty the Snowman. Der hier ist okay. Und dann haben wir noch die Ski. Und die Ski nehmen wir auch mit. Die verkaufen wir wieder bei unserem Händler des Vertrauens. Also ich glaube, jetzt hat sich... Oh, guck mal. Unfall. Unfall. Es sind zwei Autos ineinander gefahren. Ich glaube, so sollte das nicht sein, liebe Entwickler. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein kleines bisschen schief gegangen hier. Ja, ist okay. So, dann einmal rechts da vorne an der Kreuzung oder an der T-Kreuzung. Und auf dem Rückweg gucken wir uns natürlich hier einmal links, dann nochmal links, zweimal links und einmal rechts und einmal fallen lassen. Gut, grüß dich auch. So, ich verkaufe dir das hier und das hier. Ist das nix? Ah, ist doch schick hier. So, und wir fahren jetzt kurz zum Autohändler, denn wir wollen ja mal schauen, was der da zu bieten hat. Und manchmal rede ich wie der Erklärbär. Und manchmal benehme ich mich wie Jürgen. So, Leute, guck mal an. Guck mal. Ist das nicht ein schniekes Teil? Guck mal, was hier reinpasst, du. Boah, das ist unser Target, oder? Was kostet der? Ah, du brauchst einen Meilenstein. Na, war das nicht klar? Gott sei Dank ist da kein Eiscreme drauf. Was ist das hier? Okay. Gut, wir haben Kaliber. Ah, also unser Ziel steht fest. Es geht zurück, meine Freunde. Wir fahren zu unserem Kaliberhändler. Kaliber 44. Und können die anderen Sachen rausholen. Wie gesagt, wir bräuchten ja 8000 Euronen, damit wir ein kleines, da steht, da guck mal, da steht unser, damit wir da auf jeden Fall uns das Reparaturwerkzeug kaufen können. Und dann werden natürlich diese legendäre Teile so gut repariert wie halt möglich. Mit der Hoffnung, dass du sie reparieren kannst, dadurch reparieren kannst du, ne? Ja, doch, definitiv. Das sollte nicht das Problem sein. Eidei. Aber ich will jetzt kein Geld ausgeben für den. Oh. Naja gut, wir haben das Handwerkszeug, was wir auf jeden Fall brauchen, also diesen Reparaturgedöns. Wir werden schauen.
Und da ist er ja, der Schlosser. War das schon so? Okay. Hatte ich keine Acht drauf. So, hier ist unser Schalosser. Servus, grüß dich, Nachbar. Dankeschön. So, was haben wir denn hier noch Schönes hier? Einmal aufmachen hier. Ja, sehr schön, Haushalt gewöhnlich. Truhe ist normal. Okay. Das war's? Perfekt, das können wir gerade bei uns einfach vertickern. Das können wir gerade alles einladen. Zack, einmal los geht's. Gut, dann schmeiße ich das Ding gerade, wie gesagt. Hier, der hat hier erforscht, ne? Ja, sehr schön. Also, 1, 2, 3. Ah, da brauchen wir noch ein bisschen. So, wir haben hier. Die ist normal. Ausrüstung haben wir auf jeden Fall. Das ist bei uns, wo wir mehr Geld kriegen. Das ist sehr schön. Dann haben wir hier auch wieder Ausrüstung. Eigentlich ist es alles Ausrüstung, ja. Auch wieder normal. Wir haben heute Sonntag. Das heißt, heute Abend wird Geld fällig. Blöderweise. Was ist da drin? Habe ich da schon reingeguckt? Da ist nichts drin. Okay. Das bin ich mal gespannt, was uns der ganze Spaß hier kostet heute Abend. Mhm. Und was wir hier verdient haben. Das werden wir aber alles rausfinden. Der Geschmack der Kunst hat uns hier nicht ganz einen Stich gelassen. Hier bitte einmal reinladen. Gut, dann haben wir hier natürlich noch Elektromode. Mode, also das ist der hier. Klar, das ist okay. Das ist Sport. Das ist okay. Gut. Diesmal ohne Auktion, meine Freunde, denke ich, ne? Macht er das jetzt hier rein, oder? Ah ja, doch, komm, das kommt, okay. Was haben wir hier? 900, ist nicht viel, ne? Aber gut, ist, wie es ist. Wir haben hier nicht viel verdient. Leider nicht. Ich habe mir mehr erhofft, aber... Gut, also der Geschmack der Kunst, wir können was mitnehmen, würde ich sagen, oder? Und zwar haben wir hier wieder Geschmack der Kunst und wir haben hier Hobby. Was haben wir denn? Pass auf, okay. Nehmen wir alles mit, oder? Fahrrad, Boxsack, Haushalt. Haushalt. Haushalt und Elektronik. Okay, nehmen alles mit. Nimm alles mit, sagt er. Hast du mal geguckt, was du hier hast, du Held? Nimm alles mit, ja? Elektronik. Was ist das hier? Sport. Sport nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, nee, ist klar, dass du runterfällst, ist ja klar, ne? So. Mach das Ding mal auf hier. Sagt er noch in seinem jugendlichen Leichtsinn, nimm alles mit. Ich habe nicht gedacht, das ist so riesig, ist das Teil hier, ne? So, pass auf, Hobby, ja, ist klar. So, das hier ist auch Hobby, ne? Weil jetzt haben wir noch ein bisschen Möglichkeiten hier. Haushalt, okay, Elektronik und Haushalt haben wir hier. Da haben wir Hobby. Da haben wir noch ein bisschen Schamuck. Und dann haben wir den komischen Tisch. Kriege ich den Tisch irgendwie hier rein noch? Das ist die gute Frage. Kriege ich den irgendwann noch hier rein? Vielleicht so. Na, probieren wir mal. Hm? So. Vielleicht haben wir Glück. Natürlich nicht. Ja, natürlich haben wir kein Glück. Natürlich haben wir kein Glück. Warum sollten wir hier... Das Ding ist nervig hier. Das da ist wirklich nervig. Oh Mann, muss jetzt wegen einem Teil... Leck mich doch die Katz. Hei, dai, 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 dai. Gut. Jetzt aber. Der Tisch geht mir so auf den Sack. Der Tisch geht mir so auf den Sack. Weißt du was? Bitteschön, Idiot. Der Tisch geht mir... Also, entweder ist die Kamera oder der Tisch. Beides ist schon ein bisschen herausfordernd. So, wir müssen dann los. Dass wir das andere Zeug noch abgeben können. Meine Freunde, es sieht so aus, als würden wir leider keine Auktion heute machen. Aber ich denke, ihr werdet es mir verzeihen, ja? Dass wir keine Auktion machen. Denn wir haben so viele Sachen, die wir abgeben können. Gehört auch dazu.
Ist da was drin? Nee. Die ist schön, ne? Ist sie nicht schön, die Kiste? Ich finde die super schön. So, lass mich gucken. Kriege ich die irgendwie hier rein? Hier? Ja. So, dann fahren wir kurz zu mir. Ins Lager, packen die da rein. Dann geht's nochmal mit einem Scharnipp rüber zu Kunst und Krempel und zum Sport. Ja, nee, ist klar. Du mich auch. Ja, bitteschön. Du mich auch. Ja. Raus damit, bitteschön. Na. So. Ich war schnell genug. Haha. So, zum Elektro würde ich sagen. Und dann zum Sport und zurück zu uns gehen wir bei der anderen Tante vorbei. Bis gleich. Gut, meine Freunde, wir sind definitiv am Zielort angekommen. So, der fällt perfekt runter. Das ist sehr schön. Autsch. So, was war noch? Irgendwas war noch hier für den, das da. Das habe ich. Achso, das hätte ich ja. Wieso habe ich das nicht verkauft? So, komm. Servus, der Herr. Ich habe was für dich. Einmal das hier. 150 und einmal das hier. Dankeschön. Dann mach mal. So, und wir fahren. Wieso habe ich jetzt das Messer nicht eingeladen? Weil ich es vielleicht nicht gesehen habe. Ja gut, dann können wir das aber verkaufen. Wir haben ja kein Militär, ne? So, dann müssen wir ganz kurz zum Sportgeschäft. Wo war denn das? Vorne irgendwo, ne? Halt, da eigentlich. Da, warte, warte, warte. Ja. Ah ja, genau. Hier über den Platz, quer über den Platz. Das haben sie gut gemacht, sonst wird jeder über ein Ding drüber gefahren. So, das geben wir auf jeden Fall ab. Dann gehen wir noch zur Dame der Kunst und Galerie. Da können wir nämlich das auch noch abgeben und den Rest holen. Alles, was legendär ist, meine Freunde, würde ich jetzt erstmal nicht verkaufen, sondern warten, bis wir genug Material haben, um das auch zu reparieren. Ihr wisst, was ich meine. Weil das will ich auf jeden Fall. Da liegen noch zwei Sachen. Genau, eins kriegen wir jetzt los, indem wir die anderen auslösen. Und dann verkaufen wir den ganzen Spaß hier. Sehr schön, sehr gut. Einmal hier, zack. Und nochmal links irgendwie so. Der hat sich auch bestimmt festgepackt. So, aufpassen, das darf mir nicht nochmal passiert. So. Die Dame, servus, grüß dich. Also, das ist das Gute. Dann pass auf, gib mir mal die Spinne. Gib mir einfach alles raus hier, komm. Und den darfst du prüfen. Und das andere ist ja legendär. So, das heißt, das haben wir repariert. Ist Kunst und Kultur. Das verkaufe ich jetzt alles hier in der Region, wisst ihr? So. So, das ist das hier. Da sind die Katzen. Da wird sich auf jeden Fall der Händler hier freuen, wenn ihr so ein paar schöne Sachen bekommt. Natürlich könnte ich das alles bei mir verkaufen. Das wird mir jetzt gerade helfen, aber... Echt jetzt? Also das hier mit dem 3D, das ist ja schon ein bisschen... Weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das ähnliche Problem habt. Das hier genau zu sehen, wo das hin ist. Also irgendwie ist es bei dem Auto relativ schwer. Oh, 300, einzigartig. Komm hier. Das passt. Das haben wir auch. So, dann dürfte hier jetzt nichts mehr sein. Nee, okay, perfekt. Dann einmal ins Bettmobil und zurück zum anderen Auktionsgeschäft. Wo waren das? Das war oben, glaube ich, ne? Ui, Entschuldigung, nicht aufgepasst. Dann haben wir das auch verkauft. Und da heute Sonntag ist, würde ich... Nein. Autsch. Würde ich persönlich nicht wirklich jetzt noch investieren. Denn ich weiß, wie gesagt, nicht, wann die Gehälter kommen. Und das Schlimmste, was uns passieren kann, dass wir kein Geld haben für das Gehalt. Das wäre schlecht. Aus dem Grund möchte ich noch ein bisschen die Kohle behalten. Ja, servus, du hast einen leeren Raum, du. Ich verkaufe dir... den ganzen Spaß hier.
Sehr schön. 7000 Euronen haben wir. Das ist doch sehr, sehr gut, oder? 7000 Euronen. Mal kurz ins Tab gehen. Was haben wir hier in Nachrichten? Wir haben hier, das haben wir geholt. Das haben wir geholt. Das haben wir geholt. Das da ist alles erledigt. Erledigt, erledigt. Jawohl. Wir haben noch ein gutes Bild. Das Schlosser. Glaube ich, haben wir noch eine Kiste. Ja. Das haben wir alles erledigt. Genau, das Schlosser haben wir noch. Ne, Schlosser ist nicht fertig. Irgendwas haben wir noch. Was haben wir denn da noch? War das schon 2 Stunden für den Elektriktrick? Lass uns mal kurz gucken, ob der Elektriktrick fertig ist. Ob das schon 2 Stunden waren, weiß ich nicht. So, lass mich mal kurz gucken. Ne, natürlich nicht. Was habe ich denn da noch? Habe ich da irgendwas verpasst? Gut, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben ein bisschen was verkauft. Ich fahre zurück. Wir machen wieder eine kurze Blende für euch. Und dann würde ich euch wieder dazu holen, wenn wir in unserem Laden sind und das letzte Geld rausholen aus der Kasse. Bis gleich. So, meine Freunde. Wir sind zurück am Ort des Geschehens. Wir haben Level 27, 545. Den muss ich noch analysieren. Da fahren wir aber morgen wieder hin und holen die Sachen ab. So, hier ist wieder alles leer. Wir haben alles hier verkauft für 703 Euro. Das ist natürlich gar nichts. Ne? Aber es ist halt alles leer. Wir haben nur einen Gegenstand im Lager. Alles andere ist weg. Das ist schon bitter. Ne? Wir haben hier gar nichts drin. Hier gar nichts. Ja. Und es reicht halt noch nicht, damit wir diese 8000 zusammen haben. Die Hoffnung ist, dass wir sie morgen haben. Wir haben noch, wie gesagt, die legendäre Kanone haben wir noch. Wir haben noch einige Sachen bei den ganzen Tanken. Bei den ganzen Experten. Das heißt, das können wir auf jeden Fall auch dann holen und dann verkaufen, wa? Und ich gehe davon aus, dass wir da richtig was verdienen. Das sind 2 legendäre Teile, waren das nicht? 2 legendäre, ne? Ja, würde ich sagen. Aber das sehen wir dann morgen. Dann können wir den Tisch morgen noch mitnehmen. Ja, das wäre so das, was in der nächsten Folge passiert. Und dann müssen wir ja gucken, dass wir auf jeden Fall noch handeln, etc. pp. So, machen wir die Klappe zu hier. Ist da noch was drin? Nee, das war, glaube ich, leer, ne? Ja, ja, war leer. Wir sind wieder zurück zur normalen Folgenlänge, meine Freunde. Das heißt, wir beenden den Tag. Jawohl. Also wir haben noch hier kein Mitarbeitergehalt, ne? Also das ist das etwas, was mich ein bisschen stutzig macht. Pfandhausmiete kommt die immer erst am Dienstag dann, ne? Ich weiß nicht, wann das Gehalt bezahlt werden muss. Müssen wir mal gucken. Also wir haben jetzt wieder ein bisschen was verdient. Das ist sehr schön. Haben natürlich auch was ausgegeben. Was haben wir da ausgegeben? Weiß ich gar nicht. Was haben wir da bezahlt? Weil eine Auktion haben wir nicht gemacht. Ach, kann das die Analyse sein wahrscheinlich, ne? Gut. Okay, meine Freunde, was machen wir in der nächsten Folge? Wir wollen alles verkaufen, was nicht legendär ist. Damit wollen wir dann ein weiteres Tool kaufen, um das zu verbessern. Das heißt, dass wir da auf gut gehen, nicht auf normal, sondern auf gut. Damit werden wir dann alles auf gut verbessern und dann werden wir es verkaufen. Das ist auf jeden Fall morgen dran und wenn uns der Tag noch reicht, da drücke ich mal uns die Daumen, dann werden wir auch die nächsten Auktionen wieder reingehen. Denn was steht an? Wir wollen das Analyse-Tool auf jeden Fall auf die nächste Stufe bringen. Und danach, wenn wir diese 2 eben gelevelt haben, und dann werden wir auf jeden Fall auf das nächste Auto sparen. Wie immer, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da, wahnsinnig gerne einen Kommentar. Das hilft meinem Kanal, kostet euch kein Geld. Und das würde mich extrem freuen. Herzlichen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart. Und bis demnächst. Tschüss.